Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder am Start. Leider ein bisschen zu kurz gekommen, die Videos, aber der Tobi, mein Cameraman, Limitless Media, ja, der kommt nämlich ab jetzt einmal die Woche und dann versuchen wir so viel Content zu drehen, wie wir können. Ne? Reels, YouTube-Videos, wir werden coole Videos für euch machen, wir werden langweilige Videos machen. Mit langweilig meine ich die Videos, die wir halt so im Prüfstandsraum machen. Ne? Genau, so, heute gibt es ein Update von einem Auto, was eigentlich schon fast verschollen war. Das ist meine Schuld, ich wollte viel mehr damit machen, habe es nicht gemacht, ich hatte keine Zeit, wir haben auch hier ein bisschen Mitarbeit abgebaut, ich mache viel mehr selber jetzt mittlerweile schon wieder. Deswegen gibt es jetzt ein Update nach über einem Jahr. Ne? Porsche 996 Carrera, das heißt 911er fahren für unter 25.000 Euro. Und das haben wir gerade so geschafft, ja, weil die Teile doch teurer waren, als ich gedacht habe. Wir wollten ein bisschen mehr machen, aber wir kommen gleich dazu. Gehen wir mal zum Kfz. Dieses Kfz ist noch nirgendwo inseriert, wird aber jetzt irgendwo inseriert werden und geht dann auch in den Verkauf. Wobei ich gedacht habe, eigentlich könnte man das Ding auch behalten, weil er ist schön, aber wir werden ihn verkaufen. Wir ballern erstmal einen Carpon raus und dann reden wir mal über das Kfz mit diesem abgeranzten Schlüssel. Freunde, da ist er. In voller Pracht. Porsche 996 Carrera 2 Handschalter. Und wie ihr sehen könnt, haben wir ein bisschen was gemacht. Das erste, was wir gemacht haben, ist diese Schrauben hier, ne? Die sind geklebt. Weil diese Felgen sind gar keine Dreiteiler. Sind Gussräder in dreiteilige Optik. Ja, und diese Schrauben haben gefehlt, als wir ihn gekauft haben. Die haben wir nachbestellt und haben sie erst da reingeklebt. Der Plan war, andere Räder zu machen, aber es kam dann in dieses 25.000 Euro Budget nicht mehr rein. Weil wir sind nämlich gerade genau bei 25.000 Euro angelangt und können deswegen auch nicht mehr machen. Vielleicht machen wir trotzdem mehr, aber dann ist das Projekt kaputt. Dann haben wir den umgebaut auf Porsche GT3 RS Optik. Was gehört dazu? Zunächst einmal die Stoßstange und diese Lippe. Ja, es ist alles GT3 RS Optik und Facelift, ja. Also eigentlich, nicht eigentlich, also GT3 RS Facelift Optik. Stoßstange, Frontspoiler, Seitenschweller, ja. Und dieser brachiale Heckflügel. Eigentlich müsste man von hinten, ich müsste den vielleicht mal ein bisschen vorfahren, ne? Dann könnte man es ein bisschen besser sehen, machen wir es gleich mal. Weil das Ding sieht wirklich gut aus. Der Plan wäre gewesen, oder was dieses Auto jetzt noch braucht, finde ich, wären ein Satz andere Räder, ein Fahrwerk, dass es noch platter kommt, weil ich finde, oder Tobi, was sagst du? Der muss ein bisschen runter, oder? Ich finde auch diese Ballonradreifen-Kombi hier so nicht so geil. Also 19 Zoll müssten drauf, ein vernünftiges Fahrwerk, dass er platt kommt, zwei Recaro Pole Position und ein Überrollbügel poliert. Da werden die Augen groß. Überrollbügel poliert und ein drei Speichen geschüsseltes Lenkrad. Dann wäre er geil, weil der hat zwar viel gelaufen, 227.000, aber wir hatten den ja auf dem Prüfstand. Ja, könnt ihr auch mal gucken, da haben wir auch ein Video gemacht und das Ding hat sogar noch mehr als Angabe gemacht. Und unser Prüfstand ist der Eierbrecher-Prüfstand. Wenn du hier 300 PS machst, machst du auf jedem anderen Prüfstand 330 PS. Also wirklich. So, guck mal rein. Habt ihr gesehen? Mit Knopf ist er aufgegangen. Ja, ist halt sporadisch, ne? Aber ich finde, der ist sauber, oder? Guck mal, für so ein Auto ist er eigentlich gepflegt, das Ding. Soll ich mal ein Stück vorfahren, dann kannst du mal hinten gucken. Komm, wir starten mal. Soundcheck. Warte. Ach, 214.000 hat er gelaufen, nicht 227. Ey, der lief bestimmt schon. Also er lief locker einen Monat nicht mehr. Ich räume mal vor. So, guck mal, klappert nicht, rappelt nicht. Normal hörst du die Dinger ja klack, 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 klack. Aber gar nichts. Läuft wie ein Uhrwerk. Wenn ihr Interesse an dem Ding habt, könnt ihr haben. Das Ding hat genau gekostet bis jetzt mit den Teilen, Lackieren. Mach dir mal aus, warte. Mit den GT3 RS-Teilen, mit der Lackierung, da haben wir nochmal aufbereitet. Hat der genau gekostet
25.140 Euro oder so. Ich habe nämlich letztens noch mit unserem Buchhalter die Kalkulation gemacht. Also knapp über 25. Ja, 140 Euro waren es jetzt drüber. Aber das war's. Aber für 25.000 Euro, schreibt in die Kommentare, was kann man heutzutage für 25.000 Euro kaufen, was so stabil aussieht, jetzt mal ernsthaft? Sag was, Tobi, was meinst du? Oder? Und jetzt überleg mal, sag mal, du steckst jetzt noch, was musst du reinstecken? 2 Pole Position, 3 Mille, Bügel, bist du bei 4, 4,5, gutes Fahrwerk 2, 6,5, wenn du jetzt einen 10er reinsteckst, bist du bei 35. Dann ist aber Endgegner. Aber hast Endgegner, dann kannst du auf jedes Treffen fahren, kannst du auf ein Porsche-Treffen fahren, kannst du auf Youngtimer-Treffen fahren, kannst auf, wie heißt das Treffen denn, Ultras kannst du fahren, kannst du überall mit hinfahren und du fährst einen 11er. Ne? So, so viel dazu. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich überlege noch, ob wir das vielleicht noch machen. Meinst du, das sollen wir machen, Tobi? Sollen wir ihn noch richtig fett machen? Wäre eigentlich schon so ein Videoreihe wert nochmal, ne? Also, es hat ja schon gestartet. Ja, nur ich habe es ein bisschen verpennt. Also nicht verpennt, aber ich hatte zu viel zu tun. Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir das machen? Sollen wir den nochmal richtig babamäßig machen für euch? Oder will den einer von euch so, wie er steht, haben für 25.000? Wenn ja, meldet euch bei uns. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Wir werden für euch Gas geben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.